Ja, also meine Berlin-Geschichte ist mir lustigerweise gestern passiert. Ich hatte gestern einen Termin an der Mercedes-Benz Arena und bin dann zum Ende hin zum Auto gelaufen und habe dort zwei, ich würde sagen, Jamaikaner getroffen, die feiern, tanzen mit auf ihren Trommeln um mich drumherum gelaufen sind und einen Eindruck hinterlassen haben, als würden sie doch ziemlich viel Marihuana geraucht haben. Und als sie meine Reaktion hatten, ich habe freundlich angelächelt, haben sie mir immer wieder gesagt, das ist Berlin, hier ist alles möglich. Und ich glaube, genau das ist tatsächlich so. In Berlin gibt es eigentlich keine Regeln, keine Grenzen. Jeder kann so sein, wie er will. Und das ist Berlin.